Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir kümmern uns heute einmal um das Getriebe. Wir haben jetzt gerade, wie ihr wahrscheinlich gerade schon gesehen, einmal den Deckel abgenommen. Ich sage wir, ich habe gar nichts gemacht, ich habe nur drumherum gestanden. Sieht jetzt gerade so aus. Nächster Schritt wird jetzt sein, ich habe gerade Sascha von SHR telefoniert. Danke auf jeden Fall für deine Tipps. Wir müssen jetzt das Getriebe bzw. die komplette, da ist sie, die komplette Schalteinheit müssen wir jetzt einmal komplett nach oben nehmen mit mehreren Händen, dass das auch zusammen bleibt. Da ist jetzt wohl nichts mehr geschraubt und so, sondern halt nur noch gesteckt. Dann gucken wir mal, ob wir irgendetwas finden. Für mich ist das einfach ein Stück Metall. Ich habe da nicht so viel Ahnung von, aber deswegen bin ich hier. Ich hoffe, dass der Fehler gefunden wird und dass es auch nicht allzu teuer ist. Sascha meinte, es könnte sein, das wird sich ja gleich herausstellen, dass es eventuell nur ein Lager ist, was dann so um die 40 Euro kostet, zumindest vom Materialwert. Wäre ja gut, wenn man nicht gleich ein neues Getriebe kaufen muss, wenn da irgendwas komplett im Arsch ist, so, weißt du? Was hast du jetzt gemacht? Wir haben jetzt die Glocke vom Getriebe abgenommen und gerade mal die Gangräder gezogen und die Eingangswelle. Und ja, wir wollten jetzt mal hier dieses Lager prüfen. Das soll wohl öfters mal Probleme machen. Dazu stecken wir die Welle gleich nochmal ins Gehäuse rein, machen die Sprenggänge wieder drauf und gucken, ob das Spiel hat. Und sonst konnten wir bis jetzt nichts richtig sehen, dass man jetzt sagt, jo, das muss es sein, daher kommen die Geräusche. Ja. Das heißt, Brian, wir haben hier auch keinen Abrieb oder sowas feststellen können, ne, an den einzelnen Zahnrädern bis jetzt? Nee, bis jetzt nicht. Eigentlich nur so normalen Verschleiß halt. Jetzt nichts, wo man sagen würde, ja genau, das deutet jetzt direkt auf den Schaden hin, den wir jetzt hier eventuell haben bei dem Fahrzeug. Ich finde es immer krass, wie das stinkt. Ja, das ist die andere Seite vom Getriebe. Die sieht auch eigentlich aber ganz gut aus, ne? Ja, da ist ja nicht viel drin, da sind ja nur so ein paar Halter drin und so und die Führung für die Rollenlager hier von den Gangrädern. Ich fühle mich immer so ein bisschen unbeholfen, weil ich ja selber so absolut gar keine Ahnung von dieser Materie habe. Ich würde es am liebsten einfach selbst schrauben, aber ja, wenn du keine Ahnung hast, machst du da wahrscheinlich mehr falsch als alles andere. Die willst du jetzt einmal wieder komplett fest montieren mit Sprengring und sowas? Ja, war jetzt der Plan. Mal gucken, wie das sitzt. Vielleicht hat das ja wirklich Spiel. Wäre ja cool, wenn das dann wirklich nur dieser Fehler ist, dann hat man ihn ja auch relativ schnell behoben. Ja, das sollte nicht so das Problem sein, dieses Lager zu tauschen, eigentlich. Darf der dann so gar kein Spiel haben oder seitlich wäre okay oder nach vor und zurück wäre okay oder? Ja, also es soll wohl so sein, dass es gar kein Spiel haben darf. Ich persönlich habe damit jetzt keine Erfahrung. Ein bisschen Spiel merkt man, das muss man gleich wirklich mal gucken, wenn das eingebaut ist und wieder fest ist. Brian guckt sich da eine Stelle so ein bisschen genauer an. Hast du da irgendwas entdeckt? Nö, ich gucke einfach nochmal das Differential auf, ich gucke hier nochmal die Lagerschale an, da wo es drin läuft. Aber jetzt so nichts zu sehen. Normale Laufspuren halt von dem Nadellager. Mhm. Jetzt auch, wenn der Sprengring nicht drauf ist. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, inwiefern das halt normal sein kann. Aber man merkt schon ein bisschen Spiel an dem Lager. Also so ja sowieso, denke ich mal, dass das nicht schlimm ist. Was ist das? Ist schon ein bisschen, ne? Ich kann halt nur jetzt schlecht beurteilen, ob das jetzt dann in Ordnung ist oder nicht. Weil in so einem Lager ist man ja meistens ein bisschen Spiel. Mhm. Ja, was ich halt, also wie gesagt, das ist einfach nur dummes Gerät, ich habe halt keine Ahnung davon. Aber es macht ja halt Geräusche. Das heißt, es muss halt zumindest so viel Spiel haben, dass es irgendwo ja aneckt, gegenkommt, wie auch immer, dass diese Geräusche entstehen. Ja, eigentlich schon, ja. Der hat wohl gesagt, dieses Spiel da unten an der Eingangswelle darf überhaupt kein Spiel haben, wenn du das jetzt wieder reinsteckst. Ne? Und gut, so hat es sowieso Spiel. Ich denke mal, aber das ist relativ normal. Aber nur hier. Ja Gott, hatte ich irgendwie. Weißt du das? Mhm. Ein bisschen Spiel hat es, aber ich weiß halt nicht, inwiefern das jetzt
nicht in Ordnung ist. Ne? Gesundheit. Das ist wirklich minimal. Aber wir konnten ja, das habt ihr in dem letzten Video gesehen, also in dem letzten Video, wo es um den Golf ging, wir konnten ja auf jeden Fall den Motor ausschließen, weil die Jungs einmal das Getriebe ausgebaut haben, leer gemacht, also das Kupplungspaket raus, ne, und dann Kraftschluss los. Ja. wieder eingebaut haben, also wie gesagt ohne Kupplungspaket, und dadurch dann festgestellt haben, liegt auf jeden Fall am Getriebe. Wie das kaputt ist. Wenn du es so wackelst, hast du halt auch ein bisschen Spiel, ne? Aber dein Kollege da hat ja gesagt, das darf eigentlich überhaupt gar kein Spiel haben. Und warum das dann diese Geräusche machen sollte, ne? Meistens, das würde ja auch eher so ein malendes Geräusch sein oder so, denke ich mal. Mhm. Da schreiben wir nur die Größe drauf und dann suche ich was drauf. Ja gut, das wird wahrscheinlich auch dann durch das Gehäuse und so noch ein bisschen verfälscht, ne? Super. Ja, danke. Ja, Christian, wie wollen wir denn weitermachen? Tja. Also ihr habt jetzt soweit alles zerlegt? Ja, also wir haben jetzt nichts gesehen, wo man jetzt sagen würde, jo, das muss es sein. Ich dachte, hier hat sich vielleicht irgendwie ein Rollenlader oder so zerlegt. Weißt du, dass das da richtig was ist das hier? Schlägt. Das muss so sein? Da. Drück mal ein bisschen. Das ist aber auch nicht cool, oder? Das hört sich auf jeden Fall. Was ist denn das? Ja, das ist. Da ist auch so ein Rollenlager, ne? Da sitzt der Rückwärtsgang drauf. Da sitzt der Rückwärtsgang drauf und das. Irgendwie so ein bisschen eingelaufen. Ich meine das jetzt hier an sich nicht so, aber wenn sich der. Aber dreht sich das denn im. Also dreht sich das dauerhaft mit dann? Oder. Weil das Geräusch kommt schon irgendwie so ein bisschen nah, glaube ich. Ja, aber eigentlich, wenn es der Rückwärtsgang ist, dreht sich ja nicht mit. Möchte ich mal behaupten, ohne dass ich davon Ahnung habe. Ja, da müsste ich mir jetzt auch mal ein bisschen Gedanken. Das angucken, weil du hast ja immer Räder, die drehen sich dauerhaft mit, sind nur nicht halt geschaltet quasi, und dann hast du ja noch Räder, die hier starr drauf sind auf der Welle. Also cool ist das hier jedenfalls nicht so richtig, möchte ich mal behaupten. Warte, ich muss nicht drücken. Günther. So, jetzt sehe ich auch nicht gut aus. Wir brauchen noch mal deine Hilfe, bitte. Okay. Und zwar, ich überreiche einfach mal das Handy an Christian. Hi, moin. Da warst du auch nicht beim Friseur, ne? Ich auch nicht. Schau mal hier. Ja. Ist das cool, das Geräusch? Nö, in der Regel ist das nicht brauchbar. Was? In der Regel ist das Geräusch nicht brauchbar, nein. Ja, also das Nadellager drin ist okay, aber dieser Topf da drum, wenn er sich mitdreht. Bitte? Das ist auch nicht okay. Die Teilenummer für das Lager kann ich nicht geben. Okay, also das darf sich nicht so anhören, ne? Nein, das ist ja. Ganz kurz. Ja. Nimm mal die Rückwärtsgang, bitte. Was? Nimm mal die Rückwärtsgang, weil das ist die kürzeste in dem Getriebe. Ja, ja, die hatten wir da gerade schon drin. Ja. Also das ist nicht die ganze und Zeit. Also drauf, ja genau. Ja. Also die ist ja oben, ne? Ach nee, das ist ja andersrum. Nee, so rum, ja, logisch. Guck mal, ob du es gut kippeln kannst. Ja. Gut. Das ist kaputt. Okay, Rückwärtsgang da, ja. Okay. Aber ist das dann auch das. Weil es dreht sich mal mit, solange er nicht eingesetzt ist. Ne? Und ja, ja, das haben wir schon gedacht. Ja. Genau, wenn du im Getriebe freiläufig bist, dann klackert das nicht. Okay, dann schick die doch mal bitte rüber, dann können wir das Ding bestellen. Danke. Danke, Sascha. Tschüss. Ciao. Ja, aber es wäre ja geil, wenn es wirklich einfach nur das ist, ne? Das wäre geil. Ist immer geil, wenn man einen Fehler findet. So hätte dieses Video hier auch einen Sinn, weil ich ja, ne? Geil, das war gerade für die Leute, die ihn nicht kennen, Sascha von der Firma SHR, der auch damals den Golf geschraubt hat. Sehr kompetenter Junge, deswegen habe ich ihn einfach direkt angerufen. Mega. Danke. Da ist das, denke ich mal, nur ein bisschen lauter, weil sich das halt da in die Glocke überträgt. Ne?
klar. Ich habe mal nur ein bisschen, vielleicht nicht, dass wir uns jetzt also drauf versteifen. Ja gut, wenn jetzt die Geräusche noch genau da sind, wenn wir das getauscht haben, dann können wir ja weitersuchen. Aber ich wüsste nicht, was es sonst sein soll. Gleich ein anständiges Diff rein oder was? Ja, es gibt ja, das ist die Sperre, nennt man das auch, ne? Genau, Differentialsperre. Ja, es gibt da ja von Drexler, gibt es da richtig geile Sachen, aber... Die verbauen wir auch immer in den Hondas. Wie gesagt, ich würde bei den beiden Lagern anfangen. Das ist beides für die gleiche Welle, ne? Ja, genau. Und wenn man das permanent mitdreht. Vielleicht kann man da noch ein bisschen drüber nachlesen, ob das schon andere hatten. Aber dass ich das so mitdreht, ist nicht cool. Und hier ist das ja auch so ein bisschen so, ne? Aber nur irgendwie, so ist es relativ fest und wenn du das dann hier ein Stück drehst, dann... So, ich würde sagen, wir beenden dieses Video hier auch. Das Problem ist, wir müssen jetzt erstmal die Teile bestellen, müssen gucken, ob die funktionieren. Und das können wir erst machen, wenn das Auto natürlich wieder da ist. Und der steht ja gerade beim Lackierer. Genau, also der, dazu noch kurzes Update. Den haben wir jetzt zu Werkwelt Irksleben gebracht, den Golf. Da wird er jetzt in Ruhe bearbeitet. Ich hatte zu Anfang im ersten Video, glaube ich, gesagt, dass sie denken, so 3 Wochen. Jetzt haben wir noch mal ganz genau geguckt. Könnten auch 6 Wochen sein, aber ist ja wurscht. Der Wagen hat jetzt so lange gestanden, da kommt es auf 3 Wochen nicht mehr an. Heißt, da geht es demnächst auch weiter. Das nächste Video wird wieder eins aus dem Studio sein. Da ist echt großes Interesse. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir da eure Karren vorstellen. Ich verlinke nochmal das Video hier, das letzte, zu dem Video. Ich danke dir, dass du dir hier mal kurz die Zeit genommen hast. Ja, wäre ja cool, ne? Ja, das wäre echt cool, wenn das nur an diesen Lagern hier liegen würde. Hätte auch schlimmer sein können, dass man hätte das ganze Getriebe tauschen oder so. Ja, hätte auf jeden Fall um einiges schlimmer sein können. Oder dass halt so eine Welle angefressen ist, aber ist sie zum Glück nicht. Also hier sieht echt augenscheinlich alles, alles vernünftig aus. Vergiss nicht zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.